Hallo, liebe Gamer und Gamerinnen. Kommen wir zu unserem nächsten Punkt auf unserer Liste, und zwar Kontrollpunkte. Als erstes gehen wir auf unser Energy Tool, geben hier Prop Dynamic ein. Die setzen wir einfach mal auf die Mitte unseres roten Klotzes. Besseren darstellen. Also das wäre unsere rote Basis, also Red. Doppelklick drauf und hier erstmal den Namen. Der Name ist sehr wichtig, um das Spiel wieder zu erkennen. Also CB1 Base übernehmen. So, World Model ist auch erstmal sehr wichtig. Das ändern wir nämlich unseren in Cap Point Base. Cap Point Base in diesen. Das ist die typische Capture-Oberfläche, also Capture-Grundfläche. So, übernehmen und kommen wir zum nächsten. Wieder gehen wir wieder auf unsere Entity Tool, geben dort Team Control Point ein. So, um erstmal darzustellen, klicke ich mal daneben, um es besser auf die Mitte zu positionieren, habe ich den Grid runtergestellt. Grid. Um Grid runterzustellen, muss man einfach auf Map und Grid Settings einstellen. Smaller ist natürlich weniger und bigger ist größer. Standard wäre normalerweise 64 eingestellt. Wir haben es natürlich runtergestellt, um es besser zu positionieren. Also desto niedriger der Grid, desto besser kann man den Kontrollpunkt besser verschieben oder auch Blöcke. Das ist auch gerade schön, wenn man jetzt mit einem Block-Tool arbeitet, man möchte was genau machen. Da kann man den Grid, so schön, wenn man den Grid runterstellt. Aber wie man am besten arbeitet, soll man natürlich auch einstellen. So. Doppelklick drauf. Und jetzt kommen wir zu unserem Namen. Der Name ist natürlich sehr wichtig, den nehmen wir natürlich CP1 und Flag für unsere Flagge. Übernehmen. So, Printname ist auch sehr wichtig, weil wenn man im Spiel den Kontrollpunkt eingenommen hat, wird zum Beispiel darstellen, Gott Swordbreaker nimmt To-Do-Set-Name ein. Natürlich ist das natürlich Quatsch, wir nehmen natürlich Red Base, da wird darstellen, Gott Swordbreaker nimmt Red Base ein. Übernehmen, immer schön über übernehmen klicken. Default Owner ist natürlich der Besitzer. Und da das ja der rote Kontrollpunkt Basis ist, nehmen wir natürlich Default Owner Red. Als nächstes wäre der Index. Index ist sehr wichtig, da man, sagen wir mal, zum Beispiel, es darf davon keine 2 geben. Also der nächste Kontrollpunkt wäre dann zum Beispiel 1, Index 1, und der übernächste wäre Index 2. Warning Sound, also die Frau, die zum Beispiel sagt, unser Kontrollpunkt wird eingenommen und so weiter, kann natürlich umändern, einmal in Normal und einmal in Final. Natürlich ist es Final für Red. Zum anderen Punkt kommen wir natürlich später nochmal. So, übernehmen. Damit hätten wir den Teil schon mal fertig. Als nächstes kommt der Trigger. Die machen wir einmal mit unserem Block-Tool. Da Team Fortress eh ein bisschen hektisch ist, ist es eigentlich nicht so schlimm, wenn man jetzt ein bisschen breiter macht. Also man kann damit eigentlich wenig beeinflussen. Natürlich ist die Höhe jetzt noch wichtig. Die Höhe soll ich natürlich anpassen, weil ein Scout kann ja Doppelsprung und mit der Force Nature sogar noch mal ein bisschen höher springen. Und es sollte schon im Bereich sein, wie man es braucht. Zum Beispiel, wenn der Kontrollpunkt im Gebäude stehen würde, darf natürlich die Capture, den Trigger nicht höher sein als das Gebäude. Sonst könnte man nämlich auf dem Gebäude den Kontrollpunkt schon einnehmen. Und das soll ja nicht passieren. So, als nächstes gehen wir hier auf Browse, auf unsere Texturen. Und geben zum Beispiel hier unten, pass mal weg, Trigger ein. Da wird nämlich dieser Box kommen hier, Trigger. Durch drücken Enter-Taste wird dieses übernommen. So, in diesem Bereich würde natürlich aktiviert werden, dass Kontrollpunkt eingenommen wird. So, natürlich kann ich jetzt nicht mit Doppelklick einfach nur draufgehen, weil nicht nur das kommen würde. Jemand, der das nicht weiß, würde natürlich jetzt denken, wie macht man das denn am besten? Man geht nämlich auf STRG plus T. Ich dann kommt man in dieses Menü wieder rein. Wer es nicht weiß, natürlich ein bisschen aufgeschmissen, aber deswegen sage ich es ja. So, als nächstes Trigger Capture Area. Übernehmen. So, das wäre nun unsere Capture Area. Der Name natürlich, am besten nennen wir es CB1 Trigger. Alles schön benennen, weil sonst kommt man später nicht mehr zurecht. So, Control Point. Control Point ist damit gemeint, zum Beispiel die Flagge gemeint. CP1 Flag. Can Red Cap, natürlich, aber eigentlich ist der letzte Kontrollpunkt von Red.
Okay, ein Blue Cap ist natürlich auch, muss ja. Und Number, also Spieler von bla 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 und Red Spawn. Also zum Beispiel, wenn Blue auf den Kontrollpunkt einen bla bla bla, die Spawn Time. Am besten nimmt man da 6 oder 7, wie man es gerne möchte, weil 6 ist nicht zu niedrig, aber auch nicht zu hoch. Schön ausgeklingen. Und Time to Cap, zum Beispiel, wenn ein Heavy draufstehen würde, würde er nur 5 Sekunden brauchen, diesen Kontrollpunkt einzunehmen. Da es letzter Kontrollpunkt ist, oder beziehungsweise man muss es anpassen. Man muss es sehen, wenn würde zum Beispiel Red schaffen nach dem Mittelkontrollpunkt oder so irgendeinen Kontrollpunkt Hauptbasis zu schützen zu können, muss man natürlich abwägen. Nicht, dass der Scout einfach reinrennt und das Spiel schon gewinnt. Also man muss es schon ein bisschen anpassen. Lass es einfach mal bei der 5, weil das reicht. Nun, kommen wir zu Outputs. Outputs ist eine wichtige Sache, denn wenn man hier sieht, natürlich im Spiel werde ich hier diese hier Area wird nicht eine Farbe kriegen. Die Farbe machen wir jetzt natürlich. Beispiel, gehen wir einmal auf Add, geben mal Output on Cap Team 1, wird zum Beispiel jetzt Red. Und Base, das wäre unsere Base jetzt. Natürlich das Ganze in Skin umgeändert. Und One. Feuer uns only übernehmen. Nehmen das Ganze noch für Blue machen. Gehen wir auch wieder auf Add. Und auch diesmal On Cap Team 2. Wieder Base. Und Skin. 2. Fire Owns Only. Übernehmen. So, damit hätten wir eigentlich unseren ersten arbeitenden Kontrollpunkt. So, das wäre unser erster arbeitender Kontrollpunkt. Glückwunsch. Natürlich wollen wir jetzt in der Mitte machen. Dies geht man ganz genau gleich wieder vor. Einfach hier, ja, machen wir jetzt wieder unsere Basis. Da kommt schon scheiß Ding. Prop Dynamic. So, übernehmen. So, wir haben unser Prop wieder, World Model, wieder Cap Point und so weiter, weiter alles. Natürlich jetzt den Namen in CP2, CP2 Base umbenennen. So, ja, übernehmen. Wieder unsere normale Grundfläche. Als nächstes wieder unsere Flagge. Team Control Point. Ja, so daneben und ja, wieder genau einstellen, so, ja, mehr Zeit, ein bisschen Geduld, ist alles perfekt. Durch wieder einstellen, Name, CB2, Flag, übernehmen, to-do, also, auch nehmen wir mal Emsis. Übernehmen. Default Owner ist natürlich diesmal niemand. Aber der Index müssen wir jetzt mal ändern. Aber nämlich auf 1. Auf 1. Das ist ein Normalkontroller, also normal und ja. Aber kommen wir erstmal zu den Punkten hier unten. Ne? Diese werden immer wichtig. Zum Beispiel Rot braucht zum Einnehmen. CP1 Flag. Das ist natürlich logisch, aber natürlich muss der Spieler auch wissen. Blue bräuchte dann zum Beispiel CP3 Flag, also von ihrem Punkt, die 3 wäre das dann, um diesen Kontrollpunkt einzunehmen. Immer wieder abwägen. Wir werden natürlich noch umstellen müssen. Moment, machen wir gleich mal. Wollte zum Schluss jetzt drauf gehen, aber besser man macht es lieber gleich, weil, naja, zum Schluss weiß man ja nicht, wie es ist. Also, Doppelklick drauf. Und hier. Blue braucht zum Einnehmen einmal CP2, CB2 Flag und CB3 Flag zum Einnehmen. Also wir müssen nachher noch dann CB3 Flag ergänzen.
So, wir waren stehen geblieben. Das haben wir jetzt alles eingestellt.